Abend und ich freue mich, heute die besten Glückwünsche des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes überbringen zu dürfen, und zwar zu 140 Jahre Musikverein Döllewang, einer unserer großen, traditionsreichen Vereine hier im Allgäu-Schwäbischen Musikbund, im Bezirk Zien des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, hier im Bezirk Mindelheim. Und es ist für den Präsidenten immer eine schöne Sache, wenn ein solches Jubiläum gefeiert wird. Und man merkt es heute Abend auch, begeisterte Musiker, die aus allen Teilen des Landkreises auch hierher gekommen sind. Die besten Glückwünsche nochmals zum 140. Geburtstag an die Döllewanger Musik. Sonntagabend ließen die Kapellen der Nachbargemeinden Apfeltrach, Beisweil, Entenhausen-Mussenhausen, Lauchdorf, Stetten und Untereck-Obereck die vielen Zuschauer schwärmen. Sie formierten sich alle zu einem Sternmarsch zum Döllewanger Marktplatz und ließen ihr abschließendes gemeinsames Konzert zu einem besonderen Spektakel und einem tollen Hörgenuss werden. Herzlich begrüße zum heutigen Sternmarsch anlässlich unseres 140-jährigen Jubiläums. Liebe Musikerinnen, liebe Musiker, liebe Ehrengäste, liebe Besucher, ein herzliches Grüß Gott an alle teilnehmenden Kapellen bei diesem Sternmarsch. Ich erlaube mir jetzt eine persönliche Anmerkung. Ich stehe auf vielen Ehrentribünen. Ich habe dort auch schon Bundeswehr-Musikkurs vorbeimarschieren sehen. Aber ich will heute ausdrücklich mal ein Kompliment machen, was die Marschleistung unserer Musikkapellen angeht. Das war heute vorbildlich. Und liebe Gäste, Sie haben es gemerkt, wenn es vorbildlich läuft, meine Herren, nicht entsetzt und enttäuscht sein, dann geht es immer dann, wenn der Tambour oder vorne eine Dirigentin steht. Also meine Damen, liebe Roswitha, auch hier haben wir eine Dirigentin, auch die anderen. Ein großes Kompliment für eine perfekte Marschformation aller Kapellen. Dankeschön. Ich wünsche euch persönlich, aber auch namens des Kollegen Stefan Stracke aus dem Deutschen Bundestag und viele andere Ehrengäste, alles, alles Gute. Habt weiter viel Freude an der Musik und an alle Kapellen. Das, was ich immer wieder auch in Grußworten betone, wir brauchen Leistung und Können in unseren Kapellen. Aber wir brauchen auch das, was wir nachher im Festzelt hoffentlich gemeinsam erleben. Viel Freundschaft und viel Kameradschaft. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Und bei so einem schönen Wetter, wir haben viele Wochen gehabt, da war es nicht so schön, dann nutzt man heute die Gelegenheit, unseren Musikanten Gruß zu entbieten in den weiß-blauen bayerischen Himmel. Die Instrumente hoch! Gemeinsam wurde am Ende die Bayernhymne gespielt und gesungen, bevor Musikanten und Zuschauer in Richtung Festzelt wanderten, um den Abend mit den Mindelheimer Musikanten ausklingen zu lassen.
Herzlicher Dank an alle Musikerinnen und Musiker, dass ihr euch am Sternmarsch beteiligt habt. In die Zeit jetzt gehen wir alle zehnmal Richtung Festzelt.